Endermänner und Wither-Skelette, die fallen durchs Portal und landen dann in meiner Mobfarm. Willkommen zurück zu Tech Town. Weiter geht's. Weil jetzt, wenn wir anfangen aufzunehmen, so, ich zeige euch mal eben, was ich quasi in dem Livestream gemacht habe, damit wir alle mitkommen. Oh mein Gott, dieses Haus hier oben, da muss ich echt mal weitermachen. Heute ist was anderes geplant und zwar habe ich quasi einmal die Pumpe versetzt, dass ein bisschen mehr Öl reinkommt, habe den Tank fertig gebaut, habe hier diesen riesigen Tank gebaut. Da soll Juju Meta rein. Jemand hat mir auch gesagt, wenn der aus Stahl gebaut wird, dann passt da sogar der Doppelte rein. Mega krass. Ja, dieses Haus hier habe ich gebaut. Hier passiert mal eben nicht so viel, weil, doch, Kohle ist jetzt gerade wieder da, aber es ist halt nicht so viel Strom, der hier produziert wird. Na, aber wird ja direkt abgesaugt. Der Strom. Und direkt alles hier rein. Wie gesagt, es dauert immer ein bisschen, aber es lübt langsam und ist ja nur die Kohle, die im Grunde über ist. Was habe ich noch gemacht? Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen den Deadship genervt, der Klüm war dabei und wer genau wissen möchte, was ich gemacht habe, der kann mal unten in der Videobeschreibung gucken, dort ist ein Link zum Livestream. Ich glaube debitorlp.de/Livestream und dann könnt ihr auf der rechten Seite steht dann Videos, da seht ihr dann alte Videos. Entschuldigung mal eben. Frosch im Hals. So, und hier baut man eben die Ender Quarry fleißig ab. Die tauscht irgendwie alles, was in dem Zaun ist. Da tauscht die alles gegen Erde aus. Und ich bin mal gespannt, ob das hier dann irgendwann zur Erde wird. Ich glaube, hier hat die schon gemacht. Eigentlich ganz cool, weil dann wird hier alles abgegrieft hier drunter. Dann baue ich das vielleicht nochmal hier rein, dann ist nachher alles Erde. Und mal sehen, wie es nachher aussieht. Dann baue ich den Zaun wieder ab und das wäre alles cool. So, AnnaCrowby läuft. Ted hat da hinten gebaut. Ja, das war's soweit. Groß und klein, so, was ich so gemacht habe. Und ich habe quasi die Juju Meta vorbereitet. Ich wollte das hier ursprünglich hier oben reinbauen. Beziehungsweise hier allerdings braucht diese Anlage gar nicht so viel Platz. Und deswegen dachte ich, baue ich die doch lieber kompakt. Mit ME-Kabeln dran. Ach ja, was ganz Entscheidendes habe ich nur gemacht. Achte mal, da unten ist ein Enderman rausgefallen. Achte mal. Da war ein Enderman. Das Wichtigste, Alter. Das Geilste überhaupt. Das Geilste. Da war ein Skelett gewesen. Ich habe ja... Ich glaube, das wurde auch schon mal gezeigt. So. Und zwar habe ich hier dieses super krasse Portal auf dem Boden gemacht. Nämlich spawnen da jetzt Endermänner. Und stehen da drauf. Egal. Endermänner und Wither-Skelette, die fallen durchs Portal und landen dann in meiner Mobfarm. Was richtig geil ist, man kann damit auch eine richtig coole Falle bauen. Und zwar, wenn ich dieses Buch, was hier drin ist, dieses Linking Book gegen ein anderes austausche. Zum Beispiel bei den Porkies. Das werde ich auf jeden Fall mal machen, damit die Porkies mal richtig Spaß haben. Natürlich verratet mich nicht. Und selbst wenn, sie können nichts dagegen tun. Linking Book habe ich leider nicht mehr... Egal, ich baue das Linking Book später. Jetzt ist erstmal die Juju Meta Fabrik dran. Dafür brauche ich auf jeden Fall Recycler, Scrapboxen und das war's, glaube ich, erstmal. Und ich dachte mir, das baue ich dann hier rein. Einfach hier rein, wo man dann diese ganzen Igneos Extruder und die ganzen Recycler hat. Und da oben baue ich dann nochmal was Spezielles hin. Ich würde auch sagen, ich übertreibe jetzt mal, ich mache 20 Stück von jeweils, also von jeder Sorte und dann müsste das eigentlich richtig rund gehen. Muss jetzt nur ganz kurz mal überlegen, wie das nochmal war. Ich glaube, auf einer Seite kamen die Recycler hin. Ich muss aber trotzdem noch in eine, ich glaube, in die Richtung gehe ich dann nochmal eben. Die Recycler. So, 10 Stück dann quasi. Aber ganz in der Luft müssen die nicht. Darunter muss ja Strom. Okay, ist ein bisschen zu viel an Igneos Extruder und Recycler. Und ich weiß auch nicht gut, wenn man Overclocker da reinmacht, dann geht das, glaube ich, richtig. Aber ich mache es erstmal so. So, Recycler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Ich glaube nicht, dass man die an den anderen Strom anschließen kann. Sekunde, ich guck mal eben. Ich guck mal eben an. Falsch. Doch, oben wollte ich gucken. Ne, ich kann hier unten gucken. Lol. Ne, geht nämlich nicht. Man kann ihn nämlich nicht damit anschließen. Da ist er. Sondern mit dem anderen Strom, der hier auch liegt. Da ist er. Man bietet sich hier einfach perfekt an. Natürlich müsste man dann da hinten nochmal vielleicht einen separaten Stromverteiler noch bauen. Also ich meine so von wegen, dass man da noch ein Solarpanel dran donnert, was ich noch habe. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch Glasfibre-Kabel. Cable, da haben wir sie. Und dafür brauche ich nochmal das Zeug. Alter. Da brauche ich wohl ein bisschen Glas noch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so wenig Glas noch habe. Und Energium Dust, dafür brauche ich nochmal ein bisschen... Ah, warte Sekunde. Energium Dust. Ach krass, ich habe sogar noch einiges. Ja, cool. Läuft bei mir. 2 Stück schon mal. Ja, wegen dem Glas. Also man wartet wirklich auf das Glas. Aber egal, das kann ja weiterbacken, während ich jetzt mal hier weiter baue. Oh Mann, immer diese Scheiße, die da liegt. Und jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wenn die Recycler da dran sind, dann würde ich ja ganz gerne mit Exportbussen arbeiten, die dann rausziehen. Dann brauche ich 20 Stück. Am Rand wäre am besten, dann baue ich die zusammen in so einer Schiene. Also hier rein kommen dann so Doppelkabel. Lol. Ach so, da ist ja der Spawner irgendwo. Ich dachte schon, ey, mein Gott. Machen die mir so Angst, ey. So, Recycler. 1. 2. So, rein theoretisch würde ich dann vorne diese Exportbusse dran machen. Exportbus. Exportbus. Genau, die Sachen fallen da unten rein. Dann wird hier exportiert. Achso, der Precision Export Bus. Dann können wir sogar noch einen Overclocker rein tun. Ich guck mal, ob ich da rein mache. Na, wo lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich schau mal. Dann reicht, glaube ich, auch der normale Bus. Da brauche ich dann nicht so einen Präzisionsbus. Exportbus. Dann bauen wir, glaube ich, mal einen neuen Export. Import, boah, das war super knapp. Ich muss ja ins ME-System importieren. Also brauche ich einen Importbus. Import. Dann können wir mal eben ganz schnell dahin frickeln. Aber das ist ganz schnell, aber auf jeden Fall zügig. 20 Stück bräuchte ich dafür. Oh, ich wusste, dass ich dieses Interface noch brauche. Machen wir direkt mal 20 fertig. Ich hoffe, das funktioniert auch. Irgendwie hat er letztes Mal wieder gehangen, dieses System. So wie jetzt, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, woran. Obwohl, da ist noch Glas drin. Los, bau! Bau, du Schwein! Macht er nicht toll. Dann baue ich das selber. Interface. Da haben wir das ME-Interface. LOL, ey, was brauche ich denn da alles? Fluix-Dust. Und da fehlt Nether Quartz. Okay. Das ist das Problem. Genau, fang einfach mal an. Das muss doch jetzt mal hier irgendwo funktionieren. Lol, läuft. Sehr gut. Dann mache ich mal erstmal dieses Glas. Fibre-Kabel. Interface mache ich dann gleich. Fibre. Jawohl, 37, Mann. Fehlt aber echt noch ein Glas, ne? Aber 37 sollten erstmal reichen. Da landen dann ja die ganzen Teile drauf. Aber der Heiko hat es ja auch schon gebaut, relativ kompakt wohl. Ich dachte mir, jetzt habe ich so viele davon, dann kann ich die direkt mal vorbauen hier. Sehr gut. Jetzt kommen die Extruder da drauf. Das ist sogar mehr, als ich beim Megaprojekt hatte. Das ist echt krass. Und andere Seite. Da muss jetzt gleich überall Wasser und Eisen rein und dann machen die quasi Scrapboxen. Scrap! Mir fällt gerade ein, ich hoffe auch, dass ich die Sachen da ganz normal exportieren kann. Müsste ich gleich mal ausprobieren. Genau, Cobblestones, dann brauche ich Wasser. Und nach unten hin. Ich glaube, das ist sogar richtig schon, ne? Ja. Passt. Kann man das lieber so machen. Nein, so nicht, so. Oben ist egal. Ach scheiße, ich probiere jetzt einfach mal aus, ob man mit dem Exportbus das da so rauskriegt. Wobei, ich brauche noch eine Leitung zu dem ME-System, das ist irgendwo hier. Das ist ja das Geile, man hat jetzt halt alles so nah beieinander hier an der Stelle. Da ist es, da ist das Kabel. Cable. Dann wollte ich auf jeden Fall noch... So, warte, ich hole jetzt mal alle Sachen, die ich brauche. Die Kabel habe ich genug, aber ich packe es mal so rein. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch die Importbusse. Dafür brauche ich die Interfaces. Und dafür brauche ich diese Dinger. Und dafür brauche ich auch noch diese Dinger. Ja! Alter, 64 Stück. What the fuck, man? Da wird noch Glas gebraten. So, 16. Dann machen wir da mal 16 rein. Oh, gerade leer. So, dann wird das schon mal schnell gebraten. Interface, das. Ach lol, diesen anderen Duss brauche ich ja noch. 64, dann können wir das Interface... Ne, warte, dann können wir das bauen. Ich mache jetzt erstmal 20. Eventuell wird es jetzt sogar funktionieren, wenn ich das quasi alles auf einmal bestelle. Aber ich versuche es jetzt erstmal so. Ist mir, glaube ich, gerade so sicherer. Oh nein, Kabel brauche ich noch. Geil, 20. Und jetzt brauche ich noch... Kommen die Kabel, wenn ich mal produzieren können, oder was ist denn los mit euch? 64? Das hängt gerade komplett. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal ist das ME-System so was von verbuggt. Warte mal, neu starten. Na? Boah, krass, wie schnell leer ist. Offline. Und wieder an. Und jetzt bestellen wir mal die Kabel. Warte, Cable. Ne, geht immer noch nicht. LOL. Machen wir so. Okay. Aber der Importbus. ME Basic Importbus. Da oben fehlt es das Kabel, ne? Genau. Mann, ich brauch doch nur... Aber wie fehlen denn noch? 6, 14. Ach, scheiße. 2 noch, so. Lol, er ist halt 22, okay. Jetzt bin ich echt gespannt, ob das überhaupt funktioniert, was ich hier vorhab. Überhaupt. Muss ich natürlich noch die Mass Fabricator dran bauen. Die dann mit diesen Scrapboxen Juju Meta herstellen. Und oben den Tank befüllen. Und dann kann ich den Replikator und so einen Kram bauen. Und dann geht's hier, glaube ich, irgendwann mal richtig rund. So, so ist das schön. Hoffentlich geht das. Jetzt brauche ich noch eben einen Eimer Power Fist. Ein Bucket mit Lava. Geil. So, 2 Stück. Heißt, ich habe alles Mögliche hier an Zeug, aber kein Wassereimer, Mann. Aber ich kann aber hier zu meinem Tank. 3 Stück. Wieder runter. Oh nein, mein Eimer. Egal, bleibt er da. Keine Lust, den jetzt zu holen. Sind nur 3 Eisen, da lohnt sich den Stein nicht kaputt zu machen. Voll krass eigentlich. Es fehlt da nur noch Wasser, oder mache ich da nur? Ja doch, jetzt läuft's. Ja cool, mehr muss da nicht rein. Recycler. So, der sollte jetzt eigentlich recyceln mit der Energie, die da unten dran ist. Da ist gar keine Energie unten dran. LOL! Wie blöd. Cable, da haben wir sie. Der sollte recyceln mit der Energie, die unten dran ist, aber da ist keine Energie dran. Roffelkopter, Mann. Und saugt das raus. Er saugt das raus. Jetzt habe ich quasi diese Scrap. Da haben wir sie. Und dann kann man... Habe ich hier noch so ein Ding fertig? Der Packager. Man kann in so einem Packager direkt diese Dinger... Basic Import, Basic Export... Ah ja, genau. Basic Import, Basic Export. Oh mein Gott, Mann! Wie heißt das? Der Packager. Ist dann direkt der nächste Schritt. Dann nehmen wir hier nochmal ein Basic. Da ist der Klüm. Ah, warte mal, Basic. Basic Import, Basic Importbus. Oh Mann, oh! Jetzt brauche ich noch einen Exportbus. Exportbus. Ah, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch einmal gucken, wie ich das gebaut habe. Schon lange her, Mann. Oh nein. Oh nein, Kabel habe ich in der Hand. Mann, oh. Nein, das hat den Server kaputt gemacht. LOL! Oh, Glück gehabt. Boah. So, ich muss jetzt von unten diesen wahnsinnigen ME Basic Importbus. ME Basic Importbus. Da muss er echt aufpassen, ohne Scheiß. So, jetzt geht's raus. Sehr gut. Und da ist der ME Basic Exportbus. Dann tun wir da noch die Scrap Box rein und dann machen wir den ME Basic Importbus. Richtig falsch gesetzt. Hä? Los, Packager! Boah, ich hasse das so, ne? Wenn man irgendwas anklickt und dann funktioniert das nicht so, wie man möchte, ne? Das ist so blöd. Hä? LOL. Basic Import, Basic Export. Der Packager. Sehr cool. Basic Export. Ah, lol. Basic Export. Und da kommt jetzt dieses Item rein. Jawohl, es funktioniert. Boah, der wird so krass Gas geben nachher, wenn das hier alles läuft. Also ihr seht schon, er macht diese Boxen und damit machen wir dann die Mass Fabricator geil. Das gibt aber so viele Scrapboxen, ich werde die auch noch für andere Sachen benutzen und deswegen würde ich sagen, gebt einen Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt und haut rein, bis im nächsten Part von Tech Town. Tschüss!